Heute Abend feiern viele Halloween. Klar, da scheiden sich die Geister, also im übertragenen Sinne, man kann aber auch sagen, im wahrsten Sinne in diesem Fall. Egal, das wird jetzt ein bisschen philosophisch, auch wenn man damit relativ wenig anfangen kann mit Halloween, dann kann man doch mal sicherlich ein Auge zudrücken, wenn es beispielsweise für den guten Zweck ist, wie in Altriff. Und da ist unser Kollege Liam Gutknecht heute vor Ort. Und nein, das ist nicht Liam, aber oh, starkes Auto. Liam, hoffe ich, steht nebendran und ist nicht irgendwie Opfer da geworden. Nee, da ist er, ein Glück. Also zum Fürchten ist das definitiv. Wie sieht es bei dir aus? Hand aufs Herz? Absolut, absolut gruselig, aber auch absolut genial. Ein absolutes Highlight hier, ein 59er Cadillac und auch der Fahrer. Also darf ich hier mal mitfahren? Sieht ja Hammer aus. Du, kein Problem. Wenn die Mädels nichts dagegen haben, steig ein. Ja, klasse. Ich bin sofort wieder da. Ich habe aber noch einen Termin, nämlich beim Veranstalter, beim Thorsten. Hier ist der Thorsten. Also erst einmal, Thorsten, grüß dich. Wahnsinnskostüm, wirklich Wahnsinn. Danke. Also frisurmäßig sind wir fast gleich auf, aber das Kostüm, das kann ich nicht toppen. Ja. Lass uns doch erstmal hier losgehen. Das hast du alles organisiert hier in der Nachbarschaft. Wir gehen mal kurz durch. Hier sind schon so viele Nachbarn auch da. Freunde, Verwandte, geniale Kostüme auch. Ja. Und wir sehen es auch schon da hinten zum Beispiel. Hier gibt es Donuts, die im Halloween gestaltet sind. Aber es geht auch hier weiter im Kruselhaus nämlich. Das habt ihr gemacht zusammen. Wir gehen einmal zusammen hier durchs Tor durch. Also einmal durch. Und zack, sind wir in eurem Hof, den ihr hier jedes Jahr zusammen gestaltet. Ja. Richtig. Also erst einmal, wie viel Arbeit steckt ihr hinter? Ihr macht das ja alles ehrenamtlich in eurer Freizeit. Richtig. Und ja, es waren jetzt 3 Tage mit mehreren Personen, die das hier aufgebaut haben. Also da steckt schon ziemlich viel Zeit und Herzblut drin. Und das Schöne ist, es ist ja nicht nur gruselig, sondern hat auch einen guten Zweck. Also was ihr heute hier einnimmt an Getränken, wohin geht das? Das geht an den Förderverein für die Grundschule und Kitas und soll da den Kindern zur Verfügung gestellt werden. Lass uns noch ein bisschen was zeigen. Hier habt ihr auch Puppen aufgebaut, richtig? Ja. Kannst du mir dazu noch ganz kurz was sagen? Wen sehen wir da alles schön? Also das sind alles aus Horrorfilmen bekannte Puppen, die dementsprechend wie Ace, Jason, Michael Myers, Scream, beziehungsweise auch aus Adams Family haben wir dann verschiedene da, dementsprechend The Nun, Terrifier, also im Prinzip die ganzen Hochkaräter, was es so dementsprechend aktuell gibt. Klasse, Wahnsinn, was sie hier aufgebaut hat, wirklich großen Respekt auch für dieses Engagement, was sie hier macht. Und man sieht wirklich, die ganze Nachbarschaft ist gekommen, um dieses Event zu genießen. Und wenn Sie auch vorbeikommen wollen, in der Böcklinstraße in Altripp findet das Ganze statt. Und ich gehe jetzt zu diesem coolen Auto, wo wir gerade eben waren, noch einmal durchs Tor hindurch. Und man sieht wirklich, alle Nachbarn sind gekommen, das ist ein Event von der ganzen Nachbarschaft, alle sind hier vor Ort. Genießen Sie das Wahnsinns-Event. Da sieht man auch noch, wenn wir mal kurz zeigen können, ein Alien, der gerade ein Kind abtransportiert. Also wirklich auch geniale Kostüme. Und ich gehe schon mal Richtung Cadillac. Der Kameramann kommt gleich hinterher. Wunderbar. Und hier sind wir jetzt wieder am schönen Auto. Ich steige einfach mal direkt ein. Ich darf noch mitfahren, ne? Alles wunderbar. Super. Perfekt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Happy Halloween. Genießen Sie diesen Tag. Und wir drehen jetzt noch eine Runde, ne? Jawohl. Super. Alles klar. Dann Happy Halloween. Vielen Dank, Liam Gutknecht. Ich habe jetzt ehrlicherweise ein bisschen Sorge, ob ich den Kollegen jemals wiedersehen werde. Aber okay, die Daumen sind gedrückt.